Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs und zwar wollte ich euch heute die mittlerweile dritte Folge von Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ja, die letzte Folge ist jetzt schon ein bisschen her. Eigentlich wollte ich das Ganze monatlich machen. Jetzt sind schon ein bisschen über 3 Monate. Hat den Grund, 8.2 ist mir ein bisschen dazwischen gekommen, da gab es einen Haufen zu tun für mich, sowohl Achievement-technisch als auch Mount- und Videotechnisch, und dementsprechend kommt das jetzt ein bisschen später, aber ich war nicht faul in der Zeit. Ich habe mir ein paar Sachen besorgt, die ich euch jetzt zeigen wollen würde, und da sind einige Dinge dabei, die der ein oder andere sicher als Geld- oder Goldverschwendung bezeichnen würden. Ich als Sammler will mir aber alles holen, und ja, wo ich das besorgt habe, beziehungsweise was ich so dagelassen habe, will ich euch jetzt zeigen. Werde euch diesmal auch ein bisschen Seiten präsentieren, weil ich das auch teils gefragt wurde. Okay, jetzt schauen wir mal rein. Das allererste, was ich mir noch vor 8.2 sogar geholt habe, sind 3 Pets, die man aus einer Collector's Edition bekommt, und zwar aus der StarCraft, ich meine, 2 Collector's Edition. Wir werden jetzt gleich nochmal nachschauen, dann werde ich euch zeigen, wo ich die genau her habe. Und zwar sind es 3 Pets, die ein ziemlich einzigartiges Model haben. Das erste, was wir haben, ist der Berstling. Das ist dieses hübsche oder weniger hübsche Pet hier. Das zweite, was wir haben, ist der Minitor. Das ist quasi dieser Roboter, der hier gerade abgehoben ist. Und das kann der auch quasi so als Pet. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Da haben wir ihn also wieder gelandet. Das ist quasi so ein Pet-Special von dem Ding. Und das letzte ist Teradar. Das ist dieser, schicke Mob hier. Ich glaube, das ist auch eine Rasse in StarCraft 3, aber nagelt mich nicht fest, ich habe das nie gespielt. Ich habe mir nur die Collector's Edition geholt für die Pets. Das sind die 3 Pets, die gibt es eigentlich jeweils einzeln in der Collector's Edition. Es ist aber so, dass man da so ein Bundle-Pack kaufen kann. Und zwar sind wir jetzt einmal hier auf der Warcraft-Seite. Dann, wenn ihr euch das auch kaufen wollt, ne, könnt ihr hier auf den Shop gehen. Und dann, wo gibt es das? Wir müssen, glaube ich, hier Spiel auswählen. Und zwar brauchen wir StarCraft 2 hier. Und dann können wir quasi hier diese Collector's Edition holen. Und wenn ihr diese Collector's Edition holt, dann bekommt ihr quasi 3 Collector's Edition. Und zwar Legacy of the Void, Heart of the Swarm und Wings of Liberty. Die bekommt ihr alle 3 und habt dann auch die Goodies. Also sowohl die Sachen für Diablo kriegt ihr, als auch diese WoW-Pets. Und ja, ich gebe es zu, ich habe mir diese StarCraft diesen Collector Bundle für 60, knappe 60 Euro habe ich mir nur für diese gammeligen 3 Pets geholt, aber ich wollte sie haben, ja. Ich wollte sie einfach haben, weil ich dieses Zeug sammle, ja. Ich habe StarCraft nicht angefasst, ich habe es nicht gespielt. Ich habe gehört, dass es ein gutes Spiel ist. Wenn ich mal Zeit habe, dann schaue ich mal in StarCraft 2 rein und werde es mal anspielen. Ich habe eigentlich vor WoW tatsächlich eigentlich viele Strategiespiele gespielt. Also es war eigentlich so meine ursprüngliche Geschichte. Ich sollte da vielleicht doch mal reinschauen, wäre bestimmt eine Geschichte. Genau, also die 3 Pets sind das erste, was ich mir geholt habe. Haben mich jetzt zusammen 60 Euro gekostet. Ich glaube, in den letzten 2 Folgen habe ich mir alles für Gold geholt, aber da ich kein Gold mehr habe, musste ich jetzt auf Euros dementsprechend umsteigen. Genau, das sind die ersten 3 Dinge. Das nächste, was ich dann gemacht habe, ist ein weiteres Kartenspiel-Mount. Ich hatte mir ja schon 3 Kartenspiel-Mounts insgesamt geholt gehabt. Und zwar schauen wir da jetzt mal bei den Reittieren rein. Und da haben wir schon Drachenfalke der Armani oder Armani Dragonhawk im Englischen. Das ist dieser Drachenfalke. Ich mount jetzt auch mal auf. Und ihr seht, ich will nicht schönreden, der sieht shitty aus. Ja, der sieht genauso shitty aus wie alle anderen Drachenfalken, aber es ist wieder einer in der Sammlung mehr. Also wenn wir jetzt mal reingucken, es gibt noch mehr Drachenfalken. Drachenfalken, und ihr seht hier, also die Allianz hat nicht so viel, die Horde hat natürlich wesentlich mehr, weil Drachenfalken natürlich das Rassenmount von den Blutelfen sind. Und es gibt quasi hier einen, das ist den quasi, den ich mir gekauft habe, diesen hier. Ich muss ehrlich sagen, so die anderen, also Drachenfalken sehen alle allgemein nicht gut aus, aber die anderen sehen sogar besser aus als der hier, ne, als der Armani Dragonhawk. Aber er ist selten tatsächlich, weil es ein Kartenspiel-Mount ist. Und den habe ich mir auf einer Seite geschossen quasi, auf der, die ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar cardmarket.com heißt es. Also das ist jetzt hier keine Werbung. Ich habe auch auf anderen Seiten mir Sachen geholt. Aber ich muss sagen, die ist relativ gut, weil man da ziemlich viele Karten an sich drauf hat. Also ich gucke auch auf eBay oder solche Geschichten, ne, wenn ich mir so Karten holen will.
Und auf eBay sind immer mal wieder welche, da kann man auch günstig welche kriegen. Aber hier hat man den Vorteil, dass da relativ viele drauf sind und man auch, ihr seht, die Verkäufe sieht und dann so ein bisschen schauen kann, okay, wie waren die Preise, ne, über die Zeit. Also das ist jetzt sogar relativ lang zurück bis 2013. Da sie, schon mal, wenn man sich die damals gekauft hätte, ne, für 40 Euro, ich beiß mir so in den Arsch. Und was die Dinger jetzt kosten, ne, also im Moment kostet dieser Armani Dragonhawk, kostet hier 450 Euro. Ich habe ihn für 360 gekauft. Das ist auch ein Haufen Kohle, ja. Ich habe da aber so nebenbei ein bisschen drauf gespart quasi und habe mir den dann geholt als eine der günstigeren, die mir quasi noch gefehlt haben. Jetzt ist er anscheinend wieder gestiegen, ja, auf 450 habe ich einen guten Deal gemacht, ne, mit knappen 360, was ich gezahlt, oder was habe ich, oder waren es sogar noch, waren es weniger? Ich bin drin im Überlegen. Ich meine, 360 habe ich gezahlt. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher, das ist jetzt schon 2 Monate her. Genau. Da habe ich mir den geholt und hier kann man auch alle möglichen anderen Sachen kaufen. Also ich habe gesehen, das sind alles mögliche Karten. Man kann auch normale Karten quasi von den Blizzard Game kaufen, beziehungsweise alle möglichen anderen Karten. Aber das interessiert mich ja nicht, ne? Was mich vielleicht noch interessiert, hier gibt es halt auch so Loot-Karten für die Toys. Und das interessiert, also ich habe es jetzt mal nach teuersten, also das kann man halt irgendwo da oben sortieren, ne? Preis absteigen, weil die Mounts tatsächlich sind natürlich die teureren Sachen. Ne? Also hier oben, da fängt es halt an mit dem komischen Spektraltiger und geht dann halt, wird es dann immer ru weiter runter. Und da gibt es halt auch einige Toys und ja, da muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwann die Toys auch holen werde. Aber ich mache das alles so nach und nach, immer so ein bisschen was und dann gucken wir mal, irgendwann haben wir hoffentlich alles. Genau, und dann gibt es dann halt auch so günstige Karten wie was für unter 10 Euro oder so, wenn man sich dann so ein Toys oder Pets kaufen will. Ich weiß nicht, ob sich das halt dann rentiert oder ob man sich die nicht lieber für Gold holt. Genau, bloß, dass ich es euch mal vorgestellt habe, ich finde die Seite nicht schlecht, weil halt nicht wie in eBay, wo dann einmal eine Karte drin ist für einen fixen Preis, hier teilweise mehrere drin sind. Ne? Also, ihr seht, hier sind zum Beispiel jetzt gleich 1, 2, 3, 4, 5 Anbieter und die unterbieten sich dann halt auch mal ein bisschen, dann kriegt man halt tendenziell einen besseren Preis. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr auch sowas machen wollt, halt immer auf verschiedenen Seiten zu gucken, ne? Und dann zu schauen, okay, wo ist da was am günstigsten. Ne? Aber das denke ich mal, dürfte ja eh allen klar sein. Genau, jetzt kann ich euch auch zeigen, wo wir gerade stehen mit den Geschichten. Ich habe jetzt hier mal die Pets eingeblendet und hier unten sind die ganzen Promotion-Sachen. Also das sind alle, um die geht es ja jetzt hauptsächlich, das sind alle Pets quasi, die man nicht im Spiel kriegt, sondern die ja außerhalb vom Game sind. Und ihr seht ja hier, das sind die Training-Card-Dinger, die habe ich alle. Also irgendwo anders. Hier, ich habe mir Overwatch ja auch nur wegen den Winston gekauft. Diablo habe ich das eine Collectors, plus die alte Collectors Edition habe ich nicht und die kriege ich irgendwie auch nirgends her. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und hier sind dann halt diese drei StarCraft-Dinger. Ehrlich gesagt, für drei Collection Pads 60 Euro ist in Anführungszeichen noch günstig. Ja, weil wenn man jetzt hier diese, ich habe die leider die alten Collectors Edition aus vom WoW nicht und das ist richtig teuer. Das ist richtig teuer. Und diese alten BlizzCon-Teile sind auch richtig teuer. Also da muss ich mal gucken, ob ich mir die jemals kaufe. Der Wunsch ist natürlich da, aber schauen wir mal. Genau, und das ist das eine. Und das andere sind dann die Mounts. Und dann sind wir auch hier schon ganz unten. Und da seht ihr auch die Promotion-Sachen. Wie gesagt, das sind ja die, um was es jetzt hier gehen soll. Die anderen kannst du ja alle in-game erfarmen. Und da sind es quasi jetzt. Das sind die Store-Sachen, wobei das habe ich auch, den habe ich mir übrigens auch gekauft. Dreamer, den, warte mal, habe ich den nicht? Ja, schau, den habe ich, aber irgendwie wird er nicht angezeigt. Den habe ich mir auch geholt, der hat glaube ich 20 Euro gekostet oder so. Aber der ist jetzt eigentlich nicht der Rede wert. Ich denke mal, den Sammler hat sich den sowieso im Dings geholt. Irgendwie wird der da nicht angezeigt. Warum auch immer, keine Ahnung, aber den habe ich, diesen komischen Ding. Nee, was ich mir dann hier geholt habe, ist ja der Armani Dragonhawk und jetzt sind es halt noch 1, 2, 3, 4, 5 Stück, die ich brauche. Also diesen korruptierten Hippogreifen, dann den Schreiter brauche ich noch, den Blazing Hippogreif, das Roster Egg und ich brauche noch den blauen Tiger, also den epischen habe ich, ne? Aber den blauen brauche ich noch, also das wird halt ein bisschen ätzender. Genau. Und ja, das letzte, was ich mir dann noch geholt habe, ist hier diese Geschichte, den Blizzard-Bären. Das war auch bis jetzt mein teuerster Kauf. Den habe ich mir jetzt erst vor kurzem geholt. Den habt ihr am Anfang schon gesehen. Blizzard-Bär, das ist dieses schicke Ding hier. Und den habe ich mir tatsächlich auf eBay geschossen. Also den gab es nicht in diesem Card Market, weil den hat man irgendwie,
auf einer BlizzCon gekriegt. Ich weiß jetzt nicht mehr welche genau, irgendwie 2010, 12, 13, irgendwie sowas, um den Dings. Und da musste man wirklich in den USA auf dieser BlizzCon sein, dass man diese Lootkarte gekriegt hat, anders als jetzt bei den neueren Dingern, wo du nur diesen Livestream gucken musst. Und ich sage euch, das Ding im Schnitt latzt du da 1.000 € hin. Das ist irre, ja. Ich habe halt immer so lange geguckt, bis ich einen günstigeren gefunden habe. Und günstig ist hier in Anführungszeichen. Ich habe dafür, was habe ich gezahlt? 860 € habe ich dafür gezahlt, ja. Nennt mich verrückt, aber ich wollte diesen scheiß Blizzard-Bären haben. Weil dieser Kack-Blizzard-Bär, der wird hier auch in der Mount-Liste, wurde der immer angezeigt. Ich dachte mir, komm, hier, ich habe ein bisschen was gespart gehabt. Ich brauche das nicht. Was ist quasi, ja, für das übergehabt. Und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Ich hau den für den Blizzard-Bären raus und bin den geholt, ja. Und ja, jetzt habe ich den quasi auch in der Sammlung. Und das war es eigentlich soweit, was ich mir geholt habe. Ja, brauchen tut mir die alle nicht, aber das ist halt mein Hobby so ein bisschen, ne? Und irgendwann will ich das alles mal komplett haben. Wie ich das mit dem Spektraltiger und dem Magic Rooster Egg mache, muss ich mal noch gucken, weil das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Aber da schauen wir mal. Vielleicht kriege ich da auch wieder Gold wieder was zusammen, denn ich habe auch wieder ein bisschen Gold zusammen. Gefahren. Ich glaube, so insgesamt auf dem Count so 6, 7 Millionen habe ich jetzt wieder zusammen über mehrere Monate zusammengekratzt. Das Raiden ist leider auch teuer und ja, schauen wir mal, ob da werde ich vielleicht wieder irgendwas für kriegen, irgend so ein günstigeres Kartenspielmod. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen, den die Materie interessiert, habe ich vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen können, wo ihr was findet. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr beim nächsten Mal wieder reinschauen. Euer Tela, bis dann, ciao.